Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite. Und wir befinden uns im One vs. One Duell Ranked Dings Bums. Und wir spielen mal wieder mit Medusa. Und ich würde gerne mal einen anderen Anfang ausprobieren als sonst. Und zwar würde ich gerne... mal mit hier Bluestone Pendant anfangen. Das wäre mal, glaube ich, eine ganz feine Sache. So, man, gegen Awilix. Ich habe eine Meditation, glaube ich. Ja. Oh. Thank you, you too. Der ist ja nett. So, Bluestone Pendant. Warum? Weil ich ja relativ viele Fähigkeiten habe und, also Bluestone Pendant macht er natürlich. Alles klar. Alles klar. Ich wollte sowieso noch weggehen, weil ich ja auch so wenig Pots hatte und so. Deswegen bin ich jetzt nochmal weggegangen einfach und habe mir jetzt ein paar Pots geholt. Und ja, das war jetzt der Grund, warum ich mich jetzt töten lassen habe. Also einen anderen Grund gab es dafür nicht. Eigentlich. Alles klar! Puh! Ich kenne einen, der ist hier ordentlich am Tilten. Krass, hätte ich jetzt gedacht, ich krieg den damit. Heftiger Scheiß. Alter Schwede. Jetzt bin ich aber richtig hier angepisst. Ja, Winix, da muss er aufpassen. Gotcha. Ich geh weg. Ich kann nicht Transzendenz fertig bauen. Aber ich kann mich voll heilen und neue Sachen holen. Der Kill war wichtig, Freunde. Der Kill war wichtig. Das lasst euch mal gesagt sein. So. Jetzt haben wir es alles nochmal wieder auf Null gestellt. Zumindest nahe Null. So. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ich hoffe, sie stört mich da jetzt nicht. Muss ich ulten, um mir meinen Blue Buff zu holen. Eine Schweinerei. Er schreibt, fuck me, I have to go eat. Das ist doch nicht sein Ernst. Das ist doch nicht sein Ernst. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, Alter. Sowas hasse ich natürlich. Sowas ist natürlich richtig scheiße.
Ja, gut. Kann passieren. Richtig scheiße, aber kann passieren. Ja. Kann er dann vielleicht auch mal disconnecten? Dass das Match ja gleich endet? Das wäre eine coole Sache. Jetzt sagt er Nevermind, Alter. Kann nicht sein Ernst sein. Kann doch wirklich nicht sein Ernst sein. Alter. Ist das... So. Wir sind zurück. Ich glaube das jetzt echt nicht. Dass meine Wave hier kaputt gehen im Tower. Aber mehr lasse ich ihn nicht als Strafe. Strafe muss sein. So, ja. La 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 la. So, ab jetzt spiele ich wieder ernst. Jetzt ist Schluss mit farmen lassen hier und so. Sie ist Level 9, ich bin auch Level 9. Hey, wir haben gleich viel Geld. Wir sind auf gleichem Level und wir haben gleich viel Geld. Also von daher sehe ich mich jetzt... Das hat nicht gereicht von der Range. Okay. Ich gehe jetzt zum Fetten. Können wir den machen? Ne, ich gehe weg. Mischaival. Das gibt mir nochmal einen schönen Schub. So, und dann gehe ich zum Fetten. Wann kommt denn Red Buff wieder? Das wäre mal eine interessante Sache. Den Ready würde ich mir gerne gönnen. You have slain an enemy. Jo. Wir haben echt, also dadurch habe ich jetzt natürlich wieder einen Vorteil gekriegt, aber sonst hat sie nicht viel mehr Leben als ich. Also das ist echt ein Bereich, das... Vielleicht ist möglich. Da habe ich noch Phoenix gekriegt, das ist natürlich unschön. Das musste ich dodgen, das war wichtig. Das war sehr wichtig. So, holen wir uns noch Lifesteal. Lifesteal wäre, glaube ich, eine geile Sache. Und einen Sprint, oder? Ja, ich hole noch einen Sprint. Sprint ist nice. Holt sich in Red. Ich glaube, sie ist zum Red gegangen. Das heißt, ich mache meinen Blue hier. Nee, sie ist nicht zum Red gegangen. Umso besser. Das ist ja für uns, oder? Steht ja mein Name drauf.
Ja gut. Das Z-Escalated Quickly, sag ich mal. Jetzt, I didn't get farm enough. Wir waren gleich vom Gold und gleich vom Level. Aber das schreibe ich ihm jetzt nicht. Das würde jetzt zu lange dauern. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Tschu. So. Oh, alle drei getroffen. Das macht natürlich schön Schaden. Nice. Ich glaube, jetzt kommt gleich der Surrender. Denke ich nicht. Dann machen wir ein bisschen Schaden hier. Ein bisschen ist das Ding ja noch da. Wow, I can't do shit, sagt er. Ja. Ich glaube, das ist ein GG. Okay. Ja, das war ein wunderschönes Medusa-Gameplay. Was soll ich dazu sagen? Erst sagt er, komm, wir gehen essen. Dann sagt er, nee, komm, doch nicht essen. Dann lasse ich ihn zurückkommen. Wir waren gleiches Level, gleiches Gold, zumindest annähernd. Dann mache ich natürlich viel Schaden. Ich hatte natürlich eine gesteckte Transzendenz, das war nicht mit eingerechnet. Aber ich denke, es war trotzdem doch relativ fair, da von mir zu warten. Ich denke, das hätte nicht jeder gemacht. Und ja, dann kam der Flame. Nein, Flame nicht, aber... tja, Peruvian Kid, sorry. So läuft es manchmal. Sorry, dass das Gameplay heute jetzt nicht so krass war, aber da ich bald in den Urlaub fahre... Und lieber das zeige als gar nichts, weil ich zu wenig vorproduziert habe. Jetzt habe ich euch das jetzt trotzdem gezeigt und ich hoffe, ihr kommt damit klar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt sauber, bis dann. Ciao, ciao.